Wir sind jetzt gerade am TGM, der Versuchsanstalt in Wien, wo wir sehr viele Schallmessungen derzeit machen. Also angefangen von Ständerwandmessungen über Trittschallmessungen, wie es beispielsweise in dem Raum, wo wir gerade sind, wo Trittschallversuche gemacht werden von Trockenestrichen. Wir befinden uns jetzt im Hallraum des TGM und da werden in den meisten Fällen die Nachhaltzeiten beispielsweise bei uns von den Akustikdecken gemessen. Herr Jakic, wo sind wir jetzt? Wie wichtig ist dieser Raum? Das ist eigentlich für uns der wichtigste Raum, das ist der Schalllängsleitungsprüfstand, wo bei uns die ganzen Ständerwandsysteme gemessen werden. Wir befinden uns eigentlich hier in zwei Räumen, die dann im Endeffekt diesen Stahlbetonrahmen hier durch diese Ständerwandkonstruktionen, die wir nachher dann aufstellen, durch die Riegipswände dann getrennt werden. Und da wird dann effektiv halt auch der Schall gemessen, der dann von der einen Seite des Raums zur anderen Seite durch die Riegipswand getrennt hinüberkommt. Alle sprechen von Riegips. Riegips, der Name, woher kommt der? Ja, der kommt eigentlich aus dem ersten Werk, das in Europa gegründet wurde, und zwar in Riga. Das wurde 1938 in Riga gegründet und durch Riga und Gips ist eben deswegen der Zusammenschluss aus Rigips dann entstanden. Sie bemühen sich auch um die Jugend. Welche Maßnahmen setzen Sie da? Also eine der Maßnahmen, die wir gesetzt haben, ist beispielsweise unsere Rigips Lehrlingstrophy, die bei uns alternierend alle zwei Jahre stattfindet. Wir hatten heuer wieder diese Lehrlingstrophy bei uns und da sind alle Lehrlinge eingeladen aus dem zweiten und dritten Lehrjahr, die Stuckateuren, Trockenbaumeister lernen, sich gegenseitig, sag ich einmal, zu matchen.